Sorry zusammen. In meinem Videoblog möchte ich auch über Leute, die Außerordentliches geleistet haben, in schwierigen Zeiten berichten. Leute aus der Vergangenheit, die Grosses bewirkt haben. Und ich möchte heute mit einer Person anfangen, die ziemlich speziell ist aus meiner Sicht. Es geht um den Werner Hartenstein. Er ist im Zweiten Weltkrieg ein U-Boot-Kapitän gsi und er ist vor allem bekannt worden durch den Laconia-Zwischenfall. Der Werner Hartenstein ist im 27. Februar 1908 in Plauen geboren. Ist dann aufgewachsen, ist in die Marine gekommen und hat dann nach dem Lehrgang und nachdem er Kapitän war von einem Torpedoboot, am 4. September 1941 Kommando von U-156, ein U-Boot, übernommen. Jetzt, um die Geschichte ein bisschen authentischer können zu erzählen, muss man wissen, wie das in diesen U-Boot war. Und ich nehme nicht an, dass alle so gut informiert sind über U-Boot. Darum möchte ich zuerst ein bisschen über die U-Boot im Zweiten Weltkrieg erzählen. Die U-Boot im Zweiten Weltkrieg sind nicht wirklich sogenannte U-Boot gewesen, wie man sich das vielleicht von der heutigen U-Boot vorstellt. Sie sind viel mehr eigentlich tauchfähige Torpedoboote, das heißt Boote, wo eigentlich über Wasser fahren und operieren, aber wenn es nötig ist, können tauchen. Die U-Boote haben eigentlich wie zwei Kammern, muss man sich vorstellen, eine geschlossene, dort innen sind die Leute und Maschinen und all das Zeug und dann rundum wie eine Schale um ein Mandarinchen und zwischen ihnen ein Hohlraum, wo sie haben können mit Wasser fluten oder mit Druckluft befüllen. Und somit haben sie können tauchen oder unter Wasser auch schweben, also austariert sein. Vielleicht die, wo tauchen, die wissen das. Dort tut man Bleigewicht an sich an, um den Auftrieb zu neutralisieren. Oder? Man hat dann so ein Gilet, das man aufpumpen kann und einen Bleigurt. Und wenn man es exakt austariert hat, dann schwebt man im Wasser und ist sozusagen schwerelos und kann somit durchs Wasser durch schwimmen, ohne dass man sinkt oder steigt. Und die U-Boote haben einen Dieselmotor gehabt für die Überwasserfahrt und einen Elektromotor mit einer Batterie für Unterwasserfahrt. Und das ist so gegangen. Die sind dann mit dem Dieselmotor eigentlich zu über 70% über Wasser gefahren und sind nur in sehr wenigen Fällen taucht. Sie haben den Vorteil gehabt gegenüber normalen Schiffen, dass wenn es sehr, sehr starke See war, dass sie dann haben können tauchen und somit unter Wasser schneller gewesen sind als Schiff über Wasser. Aber im Normalfall sind es relativ langsam gewesen, wenn es unter Wasser gewesen sind. Also ich muss mir das so vorstellen. Der grösste Vorteil für das U-Boot ist unter Wasser einfach die Geborgenheit gewesen, hat aber müssen mit Defizit eigentlich gekauft werden in Form von Geschwindigkeit, Reichweite. Und somit sind es nur dann tauchen, wenn es wirklich nötig ist. Am Anfang vom Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten nichts unternommen, um ihre Handelsschiffe
Kreuzer, Tanker und so weiter zu schützen. Und dann haben können die U-Boote, die deutschen U-Boote, meistens Typ 7, die haben eine Deckkanone noch gehabt und Deckflak. Und somit haben die eigentlich können auch viele Transporter können angreifen, ohne Torpedos, sondern mit der Deckgun. Später hat man dann die Schiffe ausgerüstet mit Kanonen und somit hat man dann eigentlich haben die deutschen U-Boote nicht mehr können gross Deckgun benutzen und haben einfach nur über Wasser Torpedos Angriff gestartet. Die Atlantikschlacht im Zweiten Weltkrieg, das hat so funktioniert, dass die U-Boote einzeln im Atlantik verteilt worden sind. Es sind immer etwa zwei Drittel sind in der Häfen gewesen und ein Drittel ist draußen auf der See gewesen. Wenn ein U-Boot Kontakt gehabt hat mit einem Konvoi, ein Konvoi sind eine Formation von mehreren Schiffen. Das ist vor allem nach der ersten Erfolg von der deutschen U-Boot, von der Versenkungen von Handelsschiffen, hat man sogenannte Konvois organisiert, um die Schiffe zu schützen. Das Ziel von der U-Boot war es, gewesen, die Konvois aufzuspüren. Dann am Befehlskommando zu melden und die haben dann Koordinaten an mehrere andere U-Boote weitergeleitet und die U-Boote haben dann versucht, den Konvoi auch zu erreichen und somit dann im sogenannten Wolfsrudel die Konvoi anzugreifen. Das Ziel ist gewesen, möglichst viele Schiffe zu versenken, um England von wichtigen Rohstoff, Kriegsgerät und anderen Sachen abzuschneiden und somit England zum Aufgeben zwingen. Die Besatzungen von diesen U-Booten, die haben unheimlich schwierige Verhältnisse gehabt. Es war immer sehr eng gewesen, kalt, nass und stinkige Luft. Also es unheimliche schwierige Bedingungen. Wer noch nie den Film gesehen hat, das Boot, der soll der unbedingt schauen. Das ist meiner Meinung nach einer von den besten Filmen überhaupt. Und man sieht, oder es wird einem unheimlich eindrücklich, der U-Boot-Krieg und die Situation, wo die Matrosen auf See gehabt haben, einem zeigt. Also es ist unheimlich gut, kann ich nur empfehlen. Und jetzt kommen wir zu der Laconia-Versenkung. Am 12. September 1942 vor Westafrika hat Hartenstein einen Truppentransporter, einen britischen, gesichtet. Er hat dann den Truppentransporter abgefangen und einen Torpedoangriff vorbereitet und später dann auch durchgeführt. Wie sich herausgestellt hat, ist das RMS Laconia gewesen. Laconia hat 2000 741 Personen etwa an Bord gehabt. Davon sind 1800 italienische Kriegsgefangene gewesen. Und es hat auch noch Zivilisten an Bord gehabt, Frauen und Kinder, wo dann der Hartenstein die ersten Schiffsbrüchige im Wasser gesehen hat. Hat er gemerkt, dass Kriegsgefangene, italienische und Zivilisten im Wasser sind und hat dann beschlossen, die Schiffsbrüchige zu retten. Das ist außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich.
wenn man bedenkt, was er sich für Gefahr, also was für Gefahr er sich damit begeben hat. Ein deutsches U-Boot ist eine unheimliche, gefürchtete Waffe gewesen. Sie hat um ein Haar die Engländer in den Abgrund gestürzt und jedes einzelne U-Boot ist von den Alliierten mit unheimlich viel Ressourcen und Engagement gejagt worden. Das heißt, nach jedem versenkten Truppe oder allgemein nach jedem versenkten Schiff ist eigentlich das deutsche U-Boot nachher vom Jäger zum Gejagten worden. Und normalerweise hat ein U-Boot-Kapitän nach einer Versenkung das Weite gesucht und so schnell wie möglich den Tatort verlassen und ist nicht noch schiffsbrüchig eingeritten, weil das viel zu gefährlich fürs Boot und seine Crew war. Er hat dann angefangen, die Schiffsbrüchigen an Bord zu nehmen. Er hat so viel Schiffbrüchige gerettet, dass es keinen Platz mehr hatte auf dem U-Boot. Dann hat er angefangen, Rettungsbötli am U-Boot anzumachen und die weiteren Rettungsbötli an den Rettungsbötli, also ein Rettungsbötli am anderen, angehängt mit Seilen. Er hat auf einer Planke ein rotes Kreuz aufgemalt und hat nachher seine Verbündeten angefunkt, italienische U-Boot und deutsche U-Boot, um bei der Rettung zu helfen. Die haben dann das auch gemacht. Er hat, was noch viel beeindruckender ist, er hat einen Funkspruch rausgelassen auf einer offenen Frequenz und hat angeboten, jedes Schiff nicht anzugreifen, das sich bei der Rettung beteiligt. Also auch alliierte Schiffe. Er hat selbstverständlich der Karl Dönitz, das ist der Oberbefehlshaber von der deutschen U-Boot-Waffe, hat er informiert. Der hat zuerst die Rettung gut geheissen. Somit hat er weitergemacht. Nachdem die deutschen und italienischen U-Boote gekommen sind und ein paar italienische Kriegsgefangene mitgenommen haben, haben die Amerikaner, die lieben Amerikaner, beschlossen, das U-Boot zu suchen und wollen zu versenken. Sie haben ein Sunderland, das ist ein Flugzeug, ein Wasserflugzeug, das ausgestattet ist, zum U-Boot anzugreifen, losgeschickt. Und das Flugzeug hat 256 gefunden und angegriffen. Bei dem Angriff haben die Wasserbomben die Rettungsboote getöpft und haben somit Zivilisten getötet. Nach dem Angriff ist das U-Boot stark beschädigt gewesen und der Hartenstein hat müsse leider die Rettung abbrechen. Er hat somit Zivilisten von Bord geschickt und die Leine zu den Rettungsbötchen gehabt. Es ist kein Happy End. Aber zum Glück haben durch die Funksprüche vom Hartenstein die meisten Schiffsbrüchigen können gerettet werden durch alliierte Schiffe. Karl Dönitz hat nach dem Angriff den sogenannten Laconia-Befehl rausgelassen. Und ich lese euch den schnell vor. Alle Bemühungen, Mannschaften versenkter Schiffe zu retten, werden hiermit eingestellt. Dieses Verbot gilt gleichermaßen für die Rettung von Menschen aus dem Wasser und Rettungsboote,
für das Aufrichten von gekenterten Rettungsbooten, wie die Zurverfügungstellung von Nahrung und Wasser solcher Aktivitäten stellen einen Widerspruch zum ursprünglichen Zweck des Krieges dar, nämlich die Zerstörung von feindlichen Schiffen und deren Mannschaften. Der Befehl bezüglich des Aufnehmens von Kapitänen und Chefingenieuren bleibt in Kraft. Überlebende sind nur dann zu retten, wenn sie Informationen von Wichtigkeit für das U-Boot besitzen. Seien Sie kompromisslos, denken Sie daran, dass der Feind keine Rücksicht auf unsere Frauen und Kinder nimmt, wenn er Bombenangriffe auf deutsche Städte durchführt. Der Befehl ist dann später auch im Nürburger Prozess am Karl Dönitz vorgeworfen worden. Und ich find's ein bisschen zynisch, aber es ist ja klar, nur Zieger schreiben Geschichte. Und man sieht bei dem ganzen Zwischenfall, dass eigentlich die Amerikaner die Schuldigen und die Bösen sind. Und die bösen, bösen, bösen Deutschen eben gar nicht so böse sind. Es gibt einen Film über die ganze Laconia. Sie heißt irgendwie Die Versenkung der Laconia oder der RMS Laconia, ist eine Koproduktion von deutschen und britischen Fernsehsendern. Und ich find den Film gar nicht mal so schlecht. Er zeigt sehr schön einmal eine andere Seite vom deutschen Soldat, nämlich dass er gar nicht so schlecht und böse war, wie er uns immer sonst gezeigt wird von Hollywood. Und es ist noch sehr eindrücklich. Das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, dass durch Funksprüche nachher durchaus noch andere Schiffe gekommen sind und ein paar schiffsbrüchige Zivilisten haben können gerettet werden. Leider gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg ist dann das U-Boot vom Hartenstein versenkt worden und der Hartenstein und seine gesamte Crew haben den Krieg nicht überlebt. Ich hoffe, ich habe euer Interesse für die Person geweckt und hoffe, ihr schaut einmal den Film. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao zusammen.